Ahoi und willkommen zurück zum 17. Kapitel des Married Man S3 X-Life Primer. Heute geht es ums Küssen. Das wird, denke ich, ein bisschen kürzer als sonst. So viel kann man dazu auch nicht sagen. Aber wir gehen es einfach mal durch und fangen an. Küssen macht sie erregt. Küssen ist eine wichtige Beziehungsfähigkeit. Es ist sinnlich, es tröstet, es ist fürsorglich, es ist Liebe und das Tor zur Lust. Männlicher Speichel enthält auch Testosteron, das ihr Körper aufnimmt und sie erregt. Also nimm dir die Zeit, sie zu küssen, wenn auch nur aus eigenem Interesse. Und dazu könnte ich gleich mal sagen, wir sprachen ja schon über den Lustsaft, der auch eine wahnsinnige Bombe an Testosteron, Endorphinen, Serotonin und was nicht alles drin ist, ist. Und die Frau reguliert, so tut es natürlich auch das Testosteron im Speichel und auch der Geruch, den er hier nicht erwähnt, ja, über das endokrine System. Das heißt, die Frau mit ihrer hohen Neurotizität und ihren Ängsten und so weiter wird durch die Anwesenheit des Mannes massivst reguliert, eben auch auf diese Art. Der 10-Sekunden-Kuss. Der 10-Sekunden-Kuss ist ein grundlegender Zug. Es ist leicht, in den freundlichen Mitbewohnertrott zu geraten und aufzuhören, leidenschaftliche Liebhaber zu sein. Der Weg der freundlichen Mitbewohner führt bestenfalls zu schlechten Bunga, eher aber zu Affären und Scheidungen. Der 10-Sekunden-Kuss bringt dieses Gefühl von Romantik und Leidenschaft zurück. 10 Sekunden sind eigentlich eine ziemlich lange Zeit, um jemanden zu küssen, besonders wenn ihre Intimität im Vorbeigehen auf 0,1-Sekunden-Küsschen reduziert wurde. Es ist, als wärst du 8 Jahre alt und versuchst, der hässlichen Tante auszuweichen, die nach Zigaretten schmeckt. Komm, küss deine Tante. Moa. Was für ein böses Bild. Ja, wenn es so weit gekommen ist aus der eigenen Sicht, dann sollte man, glaube ich, eh die Frau wechseln oder da ist einiges schiefgelaufen. Okay, vielleicht spricht da nur mein Kindheitstrauma, aber das Prinzip gilt. All diese Küsse, die einen Kuss im Vorbeigehen gleichkommen, tun nichts, um das Feuer anzuzünden für keinen von ihnen. Wenn die Routine neu für sie ist, geh einfach auf sie zu und sag, es ist so lange her, dass wir uns geküsst haben. Ich meine wirklich, wirklich geküsst. Ich möchte 10 Sekunden lang küssen, aber ich habe eine Regel. Sie ist ziemlich gezwungen zu fragen, was ist das? Dann sagst du, und es ist sehr wichtig, dass du dies mit einem übermütigen Lächeln tust, cocky funny, und es ist so leicht und lustig wie möglich hältst. Du musst so tun, als würdest du es mögen. Er ist echt süß. Sie sollte lachen und okay oder etwas ähnliches sagen. Dann hältst du sie und lehnst dich für den Kuss vor. Wenn du zum Kuss gehst, gehe nur 90% des Weges hinein und halte die Position, sodass sie die letzten 10% der Distanz zu dir kommt. Ein bisschen Compliance muss schon auch sein, selbst wenn du initiierst. Das finde ich eine interessante Kleinigkeit. Ja. Dies zwingt sie dazu, sich aktiv mit dir zu beschäftigen. Sie küsst dich, anstatt dass es etwas ist, was sie passiv zulässt. Du küsst sie. Wir schaffen hier emotionale Bindung. Es ist auch ein sehr selbstbewusster Ansatz, den die meisten Frauen sehr sexy finden. Es bedeutet, dass du keine Angst davor hast, dass sie nicht auf dich reagiert. Dies ist ein ziemlicher Alpha-Zug, da die zugrunde liegende Botschaft lautet, ich weiß, dass sie auf mich antworten werden. Dann halt den Kuss für wirklich 10 Sekunden. Wenn sie es vorzeitig abbricht, sagen sie ihr leicht hin, das waren keine 10 Sekunden, komm zurück und mach es richtig. Wiederholen sie es dann, bis sie volle 10 Sekunden haben. Auch dies ist die Güte des Alpha-Mannes, da sie sich durchsetzen und sich nicht von ihr entziehen lassen. Geh auch nicht hinein und versuche dein Gefühl zu unterdrücken. Du küsst sie. Wenn du hart zu ihr bist, drücke dich an sie und lass sie wissen, dass sie dich beeinflusst. Erregt sollte das besser heißen. Du versuchst jetzt nicht, diesen Kuss in Bunga umzuwandeln. Wenn sie das versuchen, versuchen sie vielleicht, sich dagegen zu wehren, weil sie in dieser Sekunde vielleicht keinen Bunga will. Indem sie sich einfach nur küsst, gibt es nichts, wogegen sie sich verteidigen muss. Also wird ihre Wachsamkeit fallen und sie wird dich emotional einlassen. Was sie feststellen werden, ist, dass ihre Schilde irgendwo um die 6-Sekunden-Marke herunterfallen und sie ziemlich leidenschaftlich über die Interaktion wird. Diese 0,1-Sekunden-Küsse sind einfach sozialer Natur. Der romantische, biologisch-hormonelle Kick-In beim Küssen setzt erst nach mindestens 5 Sekunden ein. Deshalb musst du den Kuss halten. Fühlen sie sich frei, den Kuss so lange fortzusetzen, wie sie beide möchten. Außerdem wirst du feststellen, dass der lange, tiefe Kuss nicht nur leidenschaftliches Interesse an ihr, sondern auch an dir wecken wird. Es ist sehr schwierig, emotional neutral gegenüber einem Mitglied des anderen Geschlechts zu bleiben, wenn man sich so küsst. Das Schöne am 10-Sekunden-Kuss ist, dass er jedes Mal funktioniert. Sie können dies einmal am Tag tun und es wird sie beide weiter wieder verbinden. Versuchen Sie nicht automatisch, dies in einen Versuch zu verwandeln, mit Bunga abzuschließen. Küssen Sie so, mach ein bisschen Smalltalk und mach weiter mit deinem Tag. Das Ziel ist es, sie beide emotional zu verbinden. Sobald sie emotional mit ihnen verbunden ist, wird ihre Frau viel mehr an Bunga mit ihnen interessiert sein. Der letzte Absatz ist natürlich sehr interessant. Ja, Frauen, Dimmschalter und so weiter. Auch
Berührungen im Alltag sind ganz wichtig. Was viele nicht verstehen, wenn sie ein bisschen zu männlich sind, ist dieses Spiel, diese Spannung auszuhalten. Gerade wenn es dann hier so eine Ehe ist, wo es dann vielleicht nicht mehr so gut läuft. Und einfach mal vorbeizulaufen, sie am Hintern zu packen, sie einfach mal, darauf wird er gleich noch kommen, am Nacken zu küssen, Doppeldeutigkeiten im Alltag anzubringen. Allein schon diese Aloofness, die er hier beschreibt, dieses Lächelnde, dieses über den Dingen stehende, ist natürlich schon wahnsinnig attraktiv von der Überstellungslogik her. Aber einfach auch NLP, neurolinguistische Programmierung, auch wenn das jetzt wieder ein eigenes Thema ist, die einfach mal den rosa Elefanten setzen durch Doppeldeutigkeiten und so weiter. Ja, da muss man wesentlich lernen zu flirten, sexuelle Energie auch zu halten. Ja, wenn sie dann total wild ist und man merkt, das gefällt ihr dann doch, dann auch mal wegzugehen und sie zu ignorieren. Das ist eben das Game, das Spiel. Und ich glaube, das haben viele im Alltag so ein bisschen verlernt. Da muss ich ihm sehr recht geben. Was natürlich schön an dieser Sache mit dem Küssen ist, ist, dass es eine Low-Investment-Aktivität ist. Das heißt, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich meine, vielleicht ist es eine Ehe, in der nicht mal mehr geküsst wird, dann sind wir aber schon an der Stufe, wo wahrscheinlich ganz andere Probleme vorliegen. Aber wenn das noch sozusagen möglich ist, dann kann man hier auf jeden Fall ansetzen. Auch wie er es vorher beschreibt, wenn sie jetzt ablehnt und sagt, nein, ich will gerade nicht küssen oder so, naja, dann kannst du auch mal sehen, wie gut du auf eine Ablehnung reagieren kannst. Denn das Butthurt, was da am Ende rauskommt, das musst du dir dringend abgewöhnen. Also man darf Ablehnung nicht mehr persönlich nehmen. Nur dann hat man einen guten Frame. Das ist ein Compliance-Test, also ob sie überhaupt will. Ne? Gerade diese letzten 10%, wo sie noch ein bisschen auf dich zukommen muss. Ne? Auch gerade dieses Nein, wir machen das jetzt 10 Sekunden. Da hat man auch schon mal eine gute Möglichkeit einzuschätzen, wie es in der Beziehung überhaupt noch aussieht, wie es überhaupt noch steht, ob überhaupt noch Anziehung da ist. Das Modell wäre, davon habe ich, glaube ich, an irgendeiner Stelle schon mal geredet, so ein Konzept von Ryan Stone, der OODA-Loop. Was ist das? Observe, Orient, Decide, Act. Also beobachten, orientieren, entscheiden, handeln. Und dann gibt es Let Life Happen to You. Also lass das Leben dir einfach passieren. Was man ja tunlichst nicht machen sollte, eben initiativ werden, proaktiv und nicht nur butthurt und oh, sie will nicht, ich will nicht, sondern eben, okay, dann probieren wir mal was. Ja? Dann gehen wir mal in die Aktion. Und dann kann man auch genau in diesem OODA-Loop schauen, aha, wie reagiert sie denn? Ja, kann man schön in einem kleinen sozusagen Nichtschwimmerbecken schon mal testen, wie die Anziehung überhaupt bestellt ist. Dazu ist das mit dem Küssen natürlich eine tolle Sache. Ich würde hier, wie ich schon meinte, andere Aktivitäten auch noch hinzufügen, wie Doppeldeutigkeiten, Flirten, Berührung, ja, Sinnlichkeit, Erregungsspannen aufbauen. Man muss einfach ein guter Verführer sein. Ja. Wenn man es dann auch vorher nicht schon war und der Stand der Beziehung nicht schon unmöglich zu verändern ist. Denn das war ja das Thema des letzten Kapitels. So, sperren Sie Ihren Kuss ein, nachdem Sie den 10-Sekunden-Kuss im Griff haben. Hier ist ein zusätzlicher Schritt, um die Dinge interessanter zu machen. Wenn Sie beim Küssen Jeans mit Vordertaschen trägt, steck einfach ein oder zwei Finger hinein und zieh sie beim Küssen sanft an dich heran. Es sperrt sie irgendwie in dich ein und ist kontrollierend und dominant, aber mit einem Minimum an Kraft. Außerdem fängst du buchstäblich an, deine Hände in ihre Hose zu bekommen. Wenn der Kuss abbricht, lass sie eine Sekunde lang atmen und zieh sie dann zu dir zurück und küss sie noch ein paar Sekunden. Sagen Sie einfach, ich bin noch nicht fertig mit dir, in einem leichten, verspielten Ton, während sie sie an sich ziehen und sie noch mehr küssen. Wenn sie in letzter Zeit ein wenig abgenommen hat, können Sie dies ein wenig verändern und einfach Ihre Hand an der Rückseite Ihrer Hose, die etwas locker sitzen wird, unter das Höschen schieben und Ihren Hintern berühren. Dann machst du ihr ein Kompliment für ihre Augen. Eine weitere Kussbewegung ist, ihr zu sagen, dass sie ihre Arme um deinen Hals legen oder sie sogar selbst dorthin legen soll. Er sagt ihr, was sie tun soll, Alpha, und lässt ihre Brüste heben und besser an deiner Brust reiben. Ich persönlich mag dieses Gefühl. Ja, das geht jetzt schon ein bisschen Richtung Vorspiel. Wenn man schon in der Hose ist, kann man ja auch noch andere Dinge machen. Auch wieder schön zu beobachten, wie weit kann ich denn gehen? Ja, was lässt sie denn noch zu? Wieder in dem Sinne dieses Beobachten, Orientieren, Entscheiden und Handeln. Eigentlich eine schöne Sache, also praktisch ein Vorspiel im Endeffekt. Ja, und ein Zeichen der Verbundenheit finde ich alles ganz gut, auch wenn es jetzt nicht revolutionär ist, was sie hier beschreibt, wie man sie dazu bringt, mit dem Reden aufzuhören. Ja, das ist spannend. Da habe ich gerade einen Short gesehen, wo eine Frau meinte, es gebe eine Studie, wo Männer sagen, warum sie Oralbefriedigung so mögen. 10%, weil es sich gut anfühlt, 10% wegen der Dominanz und 80%, damit sie mal ruhig ist.
Ich weiß nicht, ob das ausgedacht war. Ich musste ziemlich lachen. Nun gut. Da mag was dran sein. So ähnlich sieht es jetzt hier aus. Manchmal müssen Frauen über den Tag sprechen. Normalerweise zahlt es sich aus, zuzuhören und sie sich entspannen zu lassen. Versuche nicht, ihr Problem für sie zu lösen, es sei denn, sie bittet dich ausdrücklich um Hilfe bei etwas. Hören Sie einfach zu, achten Sie darauf, nicken Sie und lächeln Sie über den guten Teil der Unterhaltung. Normalerweise will sie am meisten Ihre Aufmerksamkeit, also behandeln Sie es wie eine kleine Bühnenproduktion und klatschen Sie für die guten Teile und buhen Sie für die Bösewichte aus. Sobald sie ein wenig entspannt ist, ist sie für den Rest des Abends normalerweise viel empfänglicher für Sie. Das hatten wir ausführlich im Practical Female Psychology. Das ist ziemlich tiefgründig hier, ne? Hier sehen wir wieder den alten Tausch. Eigentlich geht es um Aufmerksamkeit. Klar, hier geht es nicht um die Lösung des Problems. Der Nagel im Kopf, wer das noch nicht gesehen hat, The Nail in the Head, das sagt eigentlich alles, wo sie den Nagel im Kopf hat und will immer eigentlich emoten. Ja, sie sind nicht so stressresilient. Das heißt, sie haben einen ziemlich hohen Cortisolspiegel, wenn sie von der Arbeit kommen. Und wenn sie einen hohen Cortisolspiegel haben, können sie prinzipiell nicht intim werden. Also manche Frauen schon, aber in der Regel halt, ne? Nicht so wie die Männer, die dann Stressspiegel durch Intimität abbauen können. Und deswegen kommt sie dann meistens von der Arbeit natürlich oder von der Verwandtschaft oder was auch immer, es muss ja nicht die Arbeit sein, und will einfach emoten. Und dann geht es wirklich nur auch um die Information. Es geht nur darum, ja, die ist die Gute, die anderen sind die Bösen. Oh, ja, der war so gemein zu mir, also ein bisschen kindlich würde ich fast schon sagen. Und Männer immer Problemlöser, abstrakt, wollen sozusagen einen Sinn, ein Muster erkennen, wollen das Problem lösen und sie will einfach nur emoten. Viele verstehen das dann falsch, sind dann beleidigt, wenn ihre Lösungen nicht angenommen werden. Du hörst ja nie zu. Was ist denn mit dieser Frau? Das muss man einfach verstehen. Schnatter, 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 schnatter. Wenn man Frauen beobachtet hat, die unterhalten sich eigentlich nur in diesem Stil. Ne? Die unterhalten sich auch gerne über Menschen, nicht so gerne über Konzepte, ne? Abstraktionsvermögen, weil sie halt soziale Wesen sind, wenn wir es jetzt mal positiv ausdrücken wollen. Das mit der Bühnenproduktion fand ich noch sehr gut, dass du so mitgehst, so, ah, ja, boah, nein. Louis de Funès kommt sofort in den Sinn. Nein, doch. Oh. Ja, also wenn du davon ein bisschen gibst, das gehört einfach zum Zusammenleben mit einer Frau dazu. Klar, lass sie emoten, ist gut. Sei ruhig und aufmerksam, ja klar. Ich bin da echt nicht so gut drin, weil ich der deduktivste Problemlöser überhaupt bin und meine Analyse aber auch zu schlecht ausstellen kann. Ich würde immer mit einer Problemlösung kommen. Ich bin dann auch so autoritär, dass Frauen das wissen und eigentlich dann ungern mit mir über so eine Sachen reden oder mich so in so ein Gespräch reinlocken und erstmal die Lösung akzeptieren und mir dann die Story aufdrücken. Ja, viele Männer haben da gar keinen Bock zuzuhören. Aber in einer ausgewogenen Beziehung ist es eben auch ein Geben und Nehmen und da muss man eben auch mal hier ein bisschen Händchen halten und ihr ein bisschen beipflichten. Und ah ja, alles halt in Maßen. Ja, Aufmerksamkeit gibt es, wie gesagt, immer nur für intime Aufmerksamkeit. Und in meiner Logik, nur wenn sie auch Problemlösungen annehmen kann, an einem anderen Punkt. Dann können wir uns auch mal allgemein unterhalten. Also keine Schwarz-Weiß-Dichotome bitte hier aufbauen. Aber das ist ein ganz typisches Problem. Also Kommunikation zwischen Mann und Frau komplett anders. Nun gut. Natürlich redet sie manchmal einfach weiter und weiter und weiter, genau. Und nachdem du angefangen hast, richtig zuzuhören, kann es schwierig werden, dich aus dem Gespräch herauszuziehen, ohne so auszusehen, als würdest du ihr gegenüber falsch sein. Ja, du hörst ja gar nicht richtig zu. Machst du mich nicht? Ja, dann kickt der Solipsismus, das kindliche Ego. Gott, er gibt mir nicht die Aufmerksamkeit. Das ist so gemein, er hört mir gar nie zu. Ja, und so gehen dann eh in den Bach runter. Manchmal muss man eben auch hinhalten, anders in dem Fall als Mann. Aber irgendwo muss man auch eine Grenze setzen. Ja. 2 Stunden da sitzen oder Tage, Nächte und dann nie Bunga und dann immer der emotionale Tampon-Typ sein. Wäre auch nicht meins. Wenn nicht, hat sie ja noch Freundinnen oder andere Orbiter, Outsourcing von dieser emotionalen Geschichte. Nicht zu viel, aber. Weil das kann kein Mann handeln. Das ist eine absolute Sollbruchstelle in der Kommunikation im Zusammenleben von Mann und Frau. Wie gesagt, in meinen Augen ein bisschen okay, aber zu viel geht nicht. Der Anfall bringt dich normalerweise aus ein paar Gesprächen im Monat heraus, aber darüber hinaus siehst du für sie immer mehr wie eine Belastung aus. Die Lösung ist einfach, du überwindest einfach die Distanz zwischen euch, ziehst sie an dich heran und küsst sie dann intensiv, bis sie ihren ganzen Gedankengang verliert. Wenn sie deine Aufmerksamkeit wollte, nun, sie bekommt sie. Genau. Und dann ist auch wieder interessant zu beobachten, wo ist die eher, an welcher Stelle, ja, wie hoch ist das Stresslevel, würde ich hier an der Stelle ergänzen, ja, wenn sie wirklich total gestresst ist und aufgeregt und aufgebracht ist, wirst du ein bisschen mit dem Reden brauchen, um sie runterzufahren und dann kannst du sozusagen übergehen. Dann kann man auch sehen, ob die Anziehung noch da ist. Kann natürlich gut sein, dass wenn der Stresslevel zu hoch ist, dass sie dann ablehnt oder so, ja, aber Berührungen mögen Frauen immer, Oxytocin, ja, und Küssen ist, denke ich, eigentlich noch möglich an der Stelle.
Was hat er noch gesagt? Der Anfall bringt dich normalerweise aus ein paar Gesprächen raus. Der Satz ist ein bisschen komisch durch den Übersetzer. Ja, du kannst sozusagen auch irgendwann mal aussteigen und sagen, das ist mir zu bunt. Ja, je weiter dein Frame ist, je weiter du auf der Liebhaberseite bist, desto mehr wird sie das dann auch akzeptieren und sagen, ja gut, dann rufe ich meine Freundin an. Dann kommt sie später ins Bett gekrochen und dann gibt es eben Burger oder so. Also wenn alles gut läuft. Aber hier geht es ja um Ehen, wo es nicht so gut läuft. Da muss man dann auch wieder ganz genau drauf achten, auf diese Kleinigkeiten. Aktives Zuhören ist wichtig. Allerdings, ich bin da ganz schlecht drin, muss ich sagen. Also wenn ich entspannt bin, wenn ich selber gebungert bin, das war, glaube ich, auch in der weiblichen Neurologie, wenn ich mich recht entsinne und auch in Practical Female Psychology, männliche Kommunikation ist eben über das Körperliche, über das Sexuelle, weibliche Kommunikation über die Aufmerksamkeit, über das Geschnatter. Wenn man da offen kommuniziert und einen Kompromiss erreichen kann mit einer Frau, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Okay, pass auf, klar höre ich dir zu, Schatz, aber du weißt, wie männliche Kommunikation läuft. Vielen Frauen ist das gar nicht klar. Die sind so weit abgekoppelt heutzutage. Und wenn man nicht fordernd ist, kann das schnell untergehen. Das könnte man ruhig auch mal dazu sagen. Ja. Eben nicht in Form eines unsichtbaren Vertrages. Oh ja, ich habe immer zugehört und nichts bekommen, sondern ganz klar offen sagen. Ja, eine Hand wäscht die andere. Das ist dann immer so unromantisch in Beziehungen und bla. Nö, glasklar sagen. Pass auf, so sieht's aus. Du hast deine Pflichten, ich habe meine Pflichten. Wir sind ein Team, das heißt, wir machen Kompromisse. Finde ich eigentlich. Fast normal, aber ich glaube, bei vielen, gerade je blutpilliger sie sind, haben sie ja immer irgendwelche idealistischen Vorstellungen, unterschreiben unsichtbare Verträge, wollen sich nicht verletzen, haben Angst, laufen auf Eierschalen, all die Fehler, die man so machen kann, würde ich an der Stelle nicht machen. Ich bin da eher sehr im Minus, glaube ich, mittlerweile. Ich bin super Zuhörer als Therapeut sowieso. Ich kann sehr gut auf die Menschen eingehen, aber wenn ich merke, dass die nicht an Lösungen interessiert sind, geht bei mir nicht lange gut. Deswegen arbeite ich auch nicht so gerne mit Frauen. In der Regel, also fürs Emoten, können Sie sich wirklich wen anders suchen. Alles ist jetzt nur so meine Herangehensweise. An sich gehört es dazu, und wenn man entspannt ist, gehört es auch zu den Pflichten dazu, der Frau mal zuzuhören und ihre Emotionen abzukriegen und so weiter. Ja, wie gesagt, die Balance ist das Wichtige. So, jetzt bin ich weit raus aus dem Thema. Der Dekolleté, Pull-to-Kiss-Move. Brauchen Sie noch etwas zum Ausprobieren? Wenn du auf einen Kuss eingehst, lächle spielerisch, anstatt zu ihr zu springen, strecke deine Hand aus, hacke sanft einen der zwei Finger in die Vorderseite ihres Oberteils, zieh sie für einen Kuss sanft zu dir, reiß nicht die Vorderseite ihres Shirts auf oder irgendetwas Dummes, zieh sie einfach zum Knutschen hinein. Küsse ihren Hals. Eine der Schwachstellen des menschlichen Körpers ist der Hals. Wenn dich jemand an der Kehle hat, ist es sofort schlimm, ebenso ist ein Schlag in den Nacken lebensgefährlich. Ja, der Hals ist ein lebenswichtiger Bereich. Dutzende von Kulturen haben eine Kombination aus Verbeugung und Hut ab. Denken Sie an gepanzerte Helme ab, als den frühen Vorfahren den Hut ab. Das, ja gut, ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Des sozial Unterlegenen gegenüber dem sozial Überlegenen. Es ist eine soziale Unterwerfungsgeste, um sich körperlich schwach zu zeigen. Ebenso im Tierreich gibt es gut sichtbare Unterwerfungssignale, bei denen der Schwächere buchstäblich den Kopf vor den Stärkeren neigt. Die Botschaft ist klar, okay, ich verstehe, du hast dir das Sagen. Ich richte mich lieber nach dir, als mit dir zu konkurrieren. Fawning wäre die Antwort aus dem 4F-Schema, wer sich daran erinnert. Flight, Fight, Freeze, Fawn, das ist die Unterwerfungsgeste. Das heißt, der Hals ist immer stark mit der Unterwerfung verbunden, also auch mit der Dominanz zwischen Mann und Frau. Ich weiß nicht, ob es noch erwähnen wird. Es ist immer gut, eine Frau hinten im Nacken zu packen. Auch beim Küssen oder insgesamt einfach den Nacken zu kraulen und da ruhig mal zu packen. Das machen Tiere auch mit ihren Welpen, ne, oder mit ihren kleinen Kätzchen, indem sie sie am Nacken umherschleppen. Das kennt wahrscheinlich jeder. Der Nacken ist eine ganz klare Zone der Unterwerfung. Auch wenn man das bei Kindern macht, mal am Nacken packen, da geht sofort ein Urinstinkt los, das ist limbisch. Und genauso ist es bei der Frau, wenn man es jetzt spielerisch macht oder so. Einfach eine Geste der Dominanz, sie am Nacken zu packen. Jetzt nicht brutal oder so, sondern eben spielerisch, aber halt mal so den Nacken zu halten. Da wird sie sehr submissiv, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Menschen sind sehr ähnlich in dem Punkt, in einem Standoff-Gebäude zu einem möglichen Faustkampf zwischen zwei Typen verliert der erste Typ, der seinen Kopf auf dem anderen senkt, den Standoff. Also die Auseinandersetzung, das soziale Signal der Unterwerfung vermeidet den physischen Kampf. Es ist also eine starke Aussage, tatsächlich den Hals eines anderen auszustrecken und zu berühren. Das Berühren der Vorderseite des Halses überschreitet die Grenze zu nackter Feindseligkeit und die meisten Menschen werden automatisch körperlich kämpfen, um ihre Atemwege mit allen erforderlichen Mitteln zu verteidigen. Ich rede eher von dem Nacken berühren. Jeder, der deinen Nacken berührt, kündigt sehr deutlich an, dass er deine Unterwerfung erwartet. Ja, da sagt das auch nochmal. All das ist der Grund, warum Frauen es lieben, wenn ihre Hälse geküsst werden. Besonders die, die sich hinter sie schleichen und ihre Arme um sie legen und sanft an ihren Nackenbewegungen schnüffeln. Ja, da ist auch netter Pheromonspeicher, glaube ich, im Nacken. Also jetzt für die
Männer halt die Östrogene und die anderen für Hormone, die eine Frau so ausstrahlt. Direkt am Nacken selber, also genau an der Wirbelsäule, da ist auch eine sehr, so an der Unterseite, ist eine sehr erogene Zone. Wenn man da mal küsst oder sich halt mal küssen lassen, dann merkt man den Unterschied genau hinten. So Richtung Schulter, super intensiv, sehr neuralgischer Punkt. Auch die Ohrmuschel, kann ich auch sagen, mit der Zunge oder mit dem Finger, sehr diffizile erogene Zonen. Sie erhalten Bonuspunkte dafür, wenn Sie sie an der Küchentheke einklemmen, während sie Ihnen ein Sandwich macht. Das Küssen Ihres Nackens ist ein starkes Zeichen körperlicher Dominanz und intimer Absicht. Sie ist dazu verdrahtet, darauf mit Anziehung zu reagieren. Ja, da sagt es auch nochmal hier. Ja, das sind die kleinen Situationen, die ich vorhin beschrieb. Ja, einfach mal vorbeigehen, sie in der Küchentheke leicht einklemmen, ja, mit ein bisschen Spaß. Sie vielleicht ein bisschen kitzeln, die kleine Schwester ein bisschen necken oder einfach von hinten packen und den Nacken halt mal beschnüffeln. Ja, kaum eine Frau, außer die ist wirklich schon komplett angeekelt von dir, wird das komplett ablehnen, denke ich, außer sie hat halt einen schlechten Tag, ihre Tage, was auch immer. Aber das sind diese kleinen Gesten, die häufig im Alltag fehlen. Diese kleinen Gesten der Zuneigung, dieses Flirten, dieses Kokettieren. Viele sind dann so abgestumpft, dass sie das einfach nicht mehr machen. Und sie dann eben auch im Zweifel stehen lassen, nachdem man sie angefeuchtet hat und ihr Dimmschalter deutlich höher geschaltet ist. Das erzeugt dann noch mehr Spannung und so. Also man kann das sehr spielerisch, sehr positiv gestalten. Eine weitere Bewegung, die Sie tun können, ist ein sehr leichter Griff an Ihren Nacken. Wenn Sie küssen oder Liebe machen, beachten Sie, dass ich sagte, sehr leicht halten und nicht Ihre Luftröhre zerquetschen oder Sie wie eine Stoffpuppe am Hals schütteln. Der springende Punkt ist, dass Sie Dominanz mit einem sozialen Signal signalisieren, anstatt die Gewalt einer tatsächlichen physischen Konfrontation durchmachen zu müssen. So, also er bezieht sich jetzt auf die Vorderseite des Halses. Also wir hatten jetzt die hintere Seite, ja, wie so ein Tierbaby packen. Einfach auch so, wenn man auf der Couch sitzt, einfach mal streicheln, den Nacken ein bisschen packen, spielerisch. Und jetzt meint er von vorne, ja, das stimmt, was er sagt. Wenn man halt den Hals einer Frau packt und Frauen lieben Dominanz im Bett, am Hals gepackt zu werden. Also ich kannte keine, die das nicht mochte. Dass man sich so ein bisschen abstützt und nicht die Luftröhre quetscht, sondern von außen drückt praktisch. Und den Hals packt und dann von außen drückt. Da muss ich ihm recht geben. Das ist dann spielerischer. Manche stehen auch wirklich auf den Rough Stuff. Die Luftröhre wirklich ein bisschen mit Gefühl zuzumachen. Ja, weil damit so muss man vorsichtig sein. Aber im Endeffekt, dieser leichte Sauerstoffentzug, der dadurch passiert, führt halt zu einem stärkeren Orgasmus, wenn man loslässt. Aber dazu braucht man ein Fingerspitzengefühl hier zu Recht, hier Fettwarnung. Sowas sollte man üben und nicht wie ein Holzklotz im Endeffekt da irgendwie ein Erwürgen oder so. Dann hat man aber auch ein psychisches Problem, wenn man da irgendwie zudrückt. Ich würg dich tot. Bis die Blau anläuft und gar nicht mehr atmet. Darum soll es hier echt nicht gehen. Das ist auch kein Spaß. Aber viele stehen drauf und dann muss man ein Gefühl für entwickeln, wie man so einen Hals packt. Und wenn man auch mal kurz zudrückt oder so. Das ist wahnsinnig erregend für viele Frauen. Das dürfen wir auch dabei nicht vergessen. Wie auch immer, Nackenküsse. Vielleicht haben einige Damen da draußen gerade entdeckt, dass sie mehr auf Unterwerfung eingestellt sind, als sie zuerst dachten. Ja, von der Natur her, absolut. Einem dominanten Mann unterwerfen sie sich halt gerne, lassen sich am Hals packen, von hinten wie von vorne. Ja, wenn du dazu dann noch die physische Präsenz hast und einen durchdringenden Blick hast beispielsweise und sie merkt deine ganze Testo-Power und deine Erregung, dann ist das für sie wirklich ein Hochgenuss. Wie gesagt, der richtige Mann kann nichts falsch machen, der falsche Mann nichts richtig. Also an alle falschen Männer, ihr lasst bitte die Finger von der Luftröhre und ihr bedrängt auch keine Frauen hier, weil der Mann im Internet gesagt hat, dass das toll ist. Dazu muss man erstmal die soziale Intelligenz auch haben und die Situation und die Frau, wo das passt und dann gilt das alles, ja. Nicht, dass es heißt, ich hätte hier irgendwie falsche Empfehlungen gegeben. Disclaimer an der Stelle. Der andere Ort zum Küssen. Ich habe am Anfang des Kapitels erwähnt, dass männlicher Speichel Testosteron enthält. Wenn du sie also küsst, gibst du ihr tatsächlich Testosteron und das macht sie an. Wenn sie sie also oral stimulieren, kann das gesamte Testosteron aus ihrem Speichel genauso leicht durch die Wände ihrer Lustkammer absorbiert werden. Vielleicht was zum Nachdenken. Ja, interessant. Jetzt wird es doch ein bisschen schlüpfrig zum Schluss. Da hat er absolut recht. Der Speichel überträgt sich natürlich auch, wie alles andere. Manch einer steht gar nicht drauf. Viele lieben das, orale Intimität mit einer Frau. Es gibt Zeiten, da, wenn sie sich unten gut pflegt und nicht fischig ist, ist es also okay. Manche stehen auch darauf, von mir aus. Es ist ein Zeichen sehr starker Lust, wenn man ihre ganzen Pheromone, ihre ganze weiblichen Geruch in sich aufnehmen will. Und es ist ein Zeichen sehr starker Lust und Anziehung. Gut,
Ich könnte jetzt zu bedenken geben, wenn man jetzt der Einzige ist, der mit ihr was hat, das ist ja immer die erste Bedingung. Zweitens sagen viele RPler, dass das ein Zeichen der Unterwerfung ist, der eigenen Unterwerfung, wenn man untenrum die Frau und so weiter. Ne? Würde ich sagen, kommt auf den Kontext an. Wenn man sehr stürmisch leidenschaftlich ist und nicht fragend und betrig und darf ich mal und so, mache ich das auch richtig so, sondern sie einfach mal packt und seine Lust auslebt an ihr, finde ich das überhaupt nicht betrig. Bei mir persönlich kann ich sagen, das ist stimmungsabhängig. Und wenn ich sehr lustvoll bin, dann macht das total Spaß und es muss auch nicht jedes Mal sein. Und sie kann ja dabei auch was machen und so weiter und so weiter. Jetzt wird es sehr schlüpfrig. Ich hoffe, YouTube hat nichts dagegen. Ich denke mal, das gehört zur menschlichen Intimität und Natur dazu, dass man über sowas redet. An anderer Stelle wird ja auch sehr viel darüber geredet, sehr offen. Darf ich das doch auch mal? Also jeder, wie er mag. Aber der entscheidende Punkt war, dass eben auch hier Transfer von Speichel stattfindet. Sie ist also aufnehmend insgesamt. Die Frau ist spiegelnd aufnehmend. Ja. Sie nimmt deine Emotionen auf. Sie reagiert auf deine Dominanz. Sie absorbiert deine Körperflüssigkeiten. Ne? Also wir sehen ein Muster. Die Frau ist sozusagen nicht nur psychologisch spiegelnd und das empfangene Geschlecht, sondern auch biochemisch. Gut, ich denke, damit beenden wir das an der Stelle. Ich habe alle meine Punkte durch, oder? Ja, habe ich. Also, in diesem Sinne endet meine Arbeit hier und eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.